oder? Ein paar Minuten habe ich noch. Der D-Drucker da hinten tut wieder so langsam. Das heißt, muss eh noch ein bisschen Arbeit sein. Kurzes Ding, die tiefen Geschichten Nummer 1 sind heraus. Geiles Comic, geile Sachen drinnen. Bobby Spies macht es. Der hat auch das Cover illustriert, dementsprechend, der hat richtig was drauf. Sind auch ein paar Kleinigkeiten von mir drinnen, aber auch irrsinnig coole andere Sachen von anderen Leuten, anderen großen Künstlern aus Österreich. Schauen wir mal vielleicht kurz rein. Blätter euch ein bisschen was durch. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da halbwegs ein Licht haben, was nicht so spielt. Ja, hoppala, hurra! Genau, die ersten Exemplare haben auch einen Flyer. Also falls es euch kauft und euch taugt, dann schreibt uns Leserbriefe. Wir wollen eine Leserbriefe-Seite in der zweiten Ausgabe. Und dann geht's schon los. Erst das Innencover ist schon in Farbe. Dann kommt gleich eine Geschichte von Bobby Spies. Irrsinnig gut gezeichnet und saulustig. Ja, also das Heftli ist ein Wahnsinn. Das, jeder, der es nicht kriegt, ist deppert. Ist richtig cool. Geiles Zeug vom Nicolas Rivero, vom Robert Mares, schauen wir was. Saulustige Geschichte. Vor allem so cool, ich habe ja auch einen Clown-Comic drin. Das ist auch ein Clown-Comic. Gleich viele Seiten, ähnlich tiefe Gags. Richtig geil, richtig cool. Dann schöne großformatige Illustrationen. Sehr blutige Geschichte mit zwei Hasen. Ja, super cooles Zeug, also eben checkt euch das. Slivern. So, das so blättern ist für den Arsch. Also, ist besser, ihr kauft es euch. Kann ich nur empfehlen. Richtig cooles Zeug. Morbus auch super. Leider eine Gruselkrimiserie aus Österreich. Donauweibchen, die Geschichte ist so cool illustriert. Elias, junger Bursche, was? Ja, junger Bursche, gegen mich ist sie bald einmal wieder jung. Mitte 20, so ein coolen Stil. Das ist der, der die Slash-Plakate heuer gemacht hat übrigens. Also, da sind richtige Kapazunder drinnen und ich darf dabei sein. Das finde ich voll geil. Also, echt, checkt euch das. Ja, schau, Illu von mir. Voll cool. Wieder eine Geschichte von Bobby. Bobby hat so einen coolen Stil, der zeichnet so gut. Also, eben, checkt euch das Heft. Kostet nicht viel. Könnt mich anschreiben, ich habe ein paar Exemplare. Es gibt es in der Bilderbox bei der Neubaugasse, wer ist denn die? Ja, da irgendwo bei der Mühlferstraße. Googelt es Bilderbox, wenn ihr es haben wollt. Dann kauft es euch dort oder kauft es bei mir. Dann kriege ich auch ein bisschen Geld dafür. Da ist mein trauriges Grunz- oder Clown-Comic. Noch eine Geschichte mit den zwei blutigen Hasen. Die sind so arg. Bist du deppert? Also da fliegen die Fetzen. Brack. Folgt noch die Snellions von Bobby. Man kriegt da echt was für sein Geld. Unterstützt österreichische Künstler. Wir sind leibend, wir sind arm, wir brauchen Geld. Also, kauft euch das. Bitte, danke. Bussi. Schönen Abend.